Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Und ja, es ist stockfinster, denn in der letzten Folge sind wir hier. Wir haben versucht, an der Küstenstraße Wolfspelze zu finden, die wir offensichtlich nicht hatten. Deswegen sind wir jetzt hier in einer Tankstelle, wo wir auch noch nicht waren vorher. Ich habe mir die Folgen noch nicht angeguckt. Ich war der Überzeugung, wir wären hier schon mal gewesen. Waren wir aber offensichtlich nicht. Deswegen verbringen wir jetzt hier in der Tankstelle gerade mal die Nacht. Ich werde mal 9 Stunden schlafen. Wir haben in der letzten Folge einen Wolf kurz vor Ende noch angegriffen, der hoffentlich jetzt gleich irgendwo liegt und den wir dann auseinandernehmen können. Das wäre zumindest relativ sensationell. Wir warten noch mal ein Stündchen, bis es ein bisschen heller geworden ist. Ja, das können wir auch ruhig. And nothing to drink. So, da ich weiß, dass wir hier Limonaden reingepackt haben, werde ich mir jetzt mal hier 2 Limos rausholen. Denn das Wasser würde ich gerne so, wie es ist, mitnehmen, die 3 Liter, beziehungsweise vielleicht gleich kurz nochmal ein bisschen auffüllen mit Wasser. So. Und den Rest würde ich gerne mitnehmen. Jetzt ist es so, dass ich gerne schnellstmöglich mal rausgehen würde, wollen würde und gucken, ob wir den Wolf irgendwo sehen. Das wäre optimal. So, und der Wolf scheint irgendwo da vorne sich niedergelegt zu haben. Da liegt er. Jetzt ist der Punkt, an dem ich mir überlegen muss, wo ist der Bär? So, und wir werden das mit dem Messer offensichtlich machen. So, es ist kalt, das ist aber erstmal egal. So, wir haben Köder. Da hinten ist ein Wolf. Der ist mir völlig wurscht. Erstmal zumindest. So, da wir gerade zu kalt sind, um uns jetzt mit einem neuen Wolf anzulegen. Erstmal kurz rein, bisschen aufwärmen und hier kurz mal das Zeug zum Trocknen schon mal ablegen. So, wir sind immer noch relativ kalt. Die Frage ist, 12 Grad haben wir. Haben unsere Klamotten eigentlich irgendwas abgekriegt? Nö, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ne? Wir sind aber trotzdem kalt. Pass auf, wir könnten das versuchen, mit der Laterne ein bisschen zu beschleunigen. Ne? So, und dann würde ich, glaube ich, machen wir das. Soll ich... Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ne? Ich glaube, ich werde jetzt nochmal einen Wolf provozieren. In der Hoffnung, dass das relativ fix geht. Sag mal, ist es hier in dem Raum wärmer? Nö. Ist es da hinten in dem Raum vielleicht wärmer? Ah ja, guck mal. Na, da kann man durchaus hin und wieder mal drauf achten. Also gerade hier in der Tankstelle oder auch in den Häusern kann es schon mal sein, dass die Räume unterschiedliche Temperaturen haben. Ne? Und zwischen 17 und 22 Grad, 5 Grad mehr, das ist schon nicht verkehrt. Ne? So, wobei dann müsste das eigentlich auch ohne Laterne relativ fix gehen. Dann sparen wir uns noch ein bisschen Petroleum. So. Wolfspelz trocknet. Wenn wir noch 2 Wölfe erledigen könnten hier, bevor wir uns wieder auf den Weg zur zerbröckelnden Schnellstraße machen, dann hätten wir 4 Wolfspelze, die wir, glaube ich, brauchen für den Wolfspelzmantel, oder? Jetzt muss ich doch gerade nochmal gucken gehen. Oder brauchte der sogar nur 3? Ne, der brauchte 4. Ja. Das könnten wir wirklich in der Tat mal überlegen. Ne? Ob wir uns das wirklich antun und sagen... Das machen wir jetzt einfach so. Warte mal. Ich schmeiß das Fleisch bis auf ein Stück mal gerade kurz raus. Ein Stück für den Wolf als Köder. Aber, hoppala. Und zwar dieses hier. Nehmen wir raus. So. So, pass auf. Das reicht uns für den Wolf. Und jetzt mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, da kommt der Wolf schon. Die Wölfe irritieren sich hier gegenseitig. Oder aber, hier ist irgendwo ein Bär. Okay. So, pass auf, du. Dich haben wir gekriegt.
Verstauchtes Handgelenk, verstauchter Knöchel. Das ist sogar völlig in Ordnung, wenn ich das mal so sagen darf. Ich werde trotzdem hier gerade mal schauen. Auch da werde ich wieder einen Tee benutzen. So. Dann gehen wir nochmal gerade kurz rein. Für den verstauchten Knöchel nämlich. Gehe ich mir noch einen Tee holen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit sich das halt auswirkt. Auf den Kampf. Ne? Deswegen lieber nochmal einen Tee trinken. So, und dann Zustand 100%. Optimaler hätte der Kampf gegen den Wolf eigentlich nicht laufen können. Ne? So, was mich wundert, wo ist der Bär? Ich habe den Bären schon echt lange nicht mehr gesehen. Ich kann ihn gerade wirklich auch nicht ausmachen. So, eigentlich sollten wir das aber nicht so machen, denn ich kann so nicht auseinanderhalten, welcher Wolf uns denn gerade schon mal angegriffen hat. Ne? Deswegen glaube ich, ich werde mal kurz ein Stündchen schlafen. Das müsste ja passen. Denn dann sollte ein Wolf umgekippt sein. Weil jetzt nochmal gegen denselben Wolf zu kämpfen, wäre echt irgendwie blödsinnig. Und auch wirklich verschwenderisch. Deswegen genau darauf hören. Da hinten ist ein Wolf. Da ist der andere. So, ich muss jetzt hier gerade kurz mal ins Auto steigen, damit wir... Scheiße. Falsch rum eingestiegen. So, damit der Wolf da hinten den Fokus verliert. 1% gefroren. Das bedeutet... Zack. So, und perfekter konnte es gar nicht laufen. So, komm her, mein Freund. Und der Bär ist immer noch nicht in Sicht. Ne? Ich weiß nicht, wo sich der Bär hin verpieselt hat. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich werde jetzt hier mal kurz auf den Wolf warten. Zustand 100%. Okay, dann gehen wir erstmal rein. Und legen das Zeug zum Trocknen ab. Also, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Risiko, was ich hier tue. Aber, ganz ehrlich, solange der Bär nicht da ist, ist das eigentlich total super. So sammeln wir jetzt auch noch ein bisschen Fleisch zum Ködern. Und ich nehme mir jetzt hier nochmal wieder so ein Stück raus. Ne? Das nehmen wir wieder mit. So, wir sind ein bisschen hungrig, sind wir. Ne? Was essen wir denn da? Was essen wir denn da? Habe ich irgendwas sehr kalorienreiches im Schrank? Na komm, wir essen Bohnen. Ich nehme noch mal ein paar Kalorien zu uns. Zu mir. Zu mich. So, 600 ist in Ordnung. Und dann werde ich auch noch mal eine Limo trinken gegen den Durst. So, perfekt. Dann sind wir kalorientechnisch auch wieder auf dem Damm. So, und den Wolf jetzt noch zu erwischen, wäre das Optimalste, was wir tun könnten. Lauf doch nicht weg. Wo läuft er denn jetzt schon wieder hin? Wo ist er? Oh, da kommt einer. Ja, komm mal ein bisschen näher. Ich würde dich gerne echt so ziemlich in der Nähe des Eingangs bekämpfen. Da hinten ist auch ein Wolf. Riss in der Kleidung, okay. Das musste irgendwann kommen, ne? Verstauchtes Handgelenk, Platzwunde. Ist aber völlig in Ordnung. 8% haben wir verloren.
Da habe ich aber so im Prinzip überhaupt nichts gegen. Pass auf. Riss in der Kleidung. Waren wir doch schon richtig. 84% die Handschuhe. Ist nicht so schlimm. Wir werden 3 Stunden schlafen. Das müsste reichen, um uns auf 100% zu bekommen, glaube ich zumindest. Jawohl. So, und das hat auch gereicht, um uns zu heilen. Und das bedeutet, wir gehen jetzt rausgucken, ob wir den Wolf finden. Wir hören, wir lauschen wieder. Okay, er ist offensichtlich nicht hier in der Nähe gestorben. Was dementsprechend blöd ist natürlich, da hinten läuft ein Wolf. Das ist nicht so cool. Bedeutet, ich muss mich leider ein bisschen weiter rauswagen. Eigentlich müsste der Wolf tot sein. Da hinten läuft der Bär. Nur leider sehe ich nicht, wo er gestorben ist. So, da ist der Bär. Da ist ein Reh. Da laufen noch 2 Wölfe. Wir haben offensichtlich den Wolf nicht stark genug verletzt, ne? Oder nicht lang genug gewartet. Aber das kann eigentlich nicht sein. Okay, egal. So. Wir gucken mal, wie sieht es denn hier aus? 4%, 3%, 5%, 7%, ja. Das braucht natürlich noch ein bisschen, ne? Das ist klar. Wir müssen es probieren, ne, mit den Wölfen. Die Frage ist, macht das jetzt noch Sinn zu der Tageszeit? Guck mal, jetzt ist der Bär da hinten. Das ist mir ein bisschen zu nah dran. Ehrlich gesagt, habe ich da wenig Lust drauf. Okay, passt auf. Dann machen wir das anders. Wir warten. Wir sind nicht müde genug, um zu schlafen, ne? Das ist das Problem. Wir warten. Und jetzt hören wir auf zu warten, denn wir haben Durst gekriegt. Und Durst ist immer blöd. So. Wir warten noch mal 3 Stündchen. Ich habe die Kalorien im Auge, ne? Wir sind zwar hungrig, aber es macht jetzt gerade noch wenig Sinn, was zu essen. So, und dann trinken wir noch mal was. Und jetzt werde ich versuchen, den Rest der Nacht durchzuschlafen. 6 Stunden. Ich stelle das mal auf 7. Gucken, wann wir aufwachen. Ja, so ziemlich genau zum Tagesbeginn, würde ich sagen. Es ist aber immer noch dunkel. Pass auf, deswegen warten wir noch mal grob ein bisschen. So, jetzt ist es wieder ein bisschen heller geworden, sodass ich was sehe. Dann brauche ich die Laterne nicht an. Oh, I can eat a horse, ja. Ich bin auf dem Weg, Gretchen. Ich bin auf dem Weg. Gretchen sah schon Anna, entschuldigt. Die Gewohnheit, ne? Es ist immer noch nicht vorüber, wenn ich das mal so sagen darf. So. Durst gestillt, Hunger gestillt. Okay, Trockenfleisch ist natürlich eine ganz schlechte Idee, weil das halt einfach Durst macht, ne? Das war relativ blödsinnig. Dann hauen wir den Schokoriegel hier noch weg. Ich könnte so langsam mal irgendwie überlegen, das Fleisch zu grillen. Das müsste man eigentlich auch mal machen, ehrlich gesagt. So. Das will ich doch gar nicht. Ich gehe noch mal raus. Nee, das mit dem letzten Wolf hat nicht funktioniert. Das Verhalten der Wölfe ist irgendwie nochmal unberechenbarer geworden, ne? Man weiß ja so überhaupt nicht, wann er angreift und wann nicht und warum und wenn ja, wieso nicht und so. Ist so alles Kokolores.
So, wo sind denn die Wölfe hier? Minus 16 Grad. Bei minus 16 Grad macht es in der Tat auch keinen Spaß, einen Wolf auseinanderzunehmen. Ne? Oh, zwei Wölfe. Yeah. Das gibt's echt nicht, ne? Das Problem ist, ich kann den Bären irgendwie hier überhaupt nicht ausmachen. Ich würde gerne hier mal aufs Dach steigen. Das hier auch total crank. Ah, guck mal. So, komm her, mein Freund. Ja, komm, trau dich. Ich tue dir nichts. Wirklich, ich würde dich nur streicheln. Jawohl, starke Prellung. Das ist egal. Aber wir haben 74% nur noch. Das ist allerdings ein bisschen seltsam, ne? Das hätte ich nicht erwartet. So, das bedeutet, ich werde auf Ausruhen. So lange werden wir nicht schlafen können, aber zumindest. Super. Zumindest ein Stündchen, 76%. So nehme ich auch keinen Wolf auseinander, ohne Witz. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen. In der Zeit kriegen wir auch ein bisschen Zustand wieder, während wir hier warten. Aber das ist natürlich immer noch zu wenig. Also so werde ich nicht rausgehen und versuchen, einen Wolf auseinanderzunehmen. Denn ich habe keine Lust, vom Bären mit so einem Zustand überrascht zu werden. Ne? Das wäre tödlich. Aber ich will unbedingt noch einen Wolf haben. Das ist halt einfach das Ding. Ich möchte unbedingt noch einen Wolf haben. Denn einen Pelz brauchen wir noch. Einen Pelz brauchen wir noch. Aber 85%, ey, Leute. Ausgehungert. Pass auf. Wir gucken mal. So, der Wolf ist irgendwo umgekippt. Aber ich weiß leider nicht wo. Was ich weiß, ist, dass ich nur 85% Zustand habe. Was ich nicht weiß, wo ist der Bär? So, da hinten läuft ein Wolf. Hier liegt da der Bär, der Wolf. Okay, Kinders, ihr wisst, ne, ich muss den mitnehmen. Wir können zur Not abbrechen. Brauchen wir aber nicht. Jawohl, so, letzter Wolf bekommen und jetzt werden wir uns hier erstmal ein bisschen erholen. Was bedeutet, wir müssen ein Feuer machen, denn wir müssen Fleisch garen. Ich werde jetzt ein bisschen Wolfsfleisch essen und ich werde jetzt zwangsläufig Altholz sammeln müssen. Achso. Haben wir natürlich aufgenommen, das ist klar. Hier und das Buch nehmen wir auch mit, um halt das Feuer zu machen. Nicht mit Altholz, mit Buch. Mit Buch, Alter. So. Wir werden jetzt irgendwie so 2-3 Stücke Fleisch garen, um uns den Wanst vollzuschlagen und dann zu pennen. Habe ich das Zeug rausgelegt zum Trocknen? Ich glaube nicht, ne? I need something to eat. Ja, ja. Sobald das Feuer an ist, Anna, werden wir dir was zu essen zubereiten. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das machen wir so. Jawohl, so. Achso, warte mal. Wir müssen erstmal Holz reinschmeißen, ne? Schimmeliges Wolfsfleisch roh. Ja, komm, das machen wir. Ah, das war blöd. Das war das kleine Stück, was wir eigentlich so als Köder mitgenommen hatten. Ich erinnere mich. Egal. Frisches Wolfsfleisch. Frisches Wolfsfleisch. Ich werde das alles garen, solange die Zeit reicht. Verhungernd, ja.
So, nochmal. Kriegen wir das eine Stück noch hin? Könnte funktionieren mit Glut. Ich hoffe zumindest. 3, 2, 1. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, sei es drum. Das werden wir trotzdem essen. 770 Kilokalorien. Da sieht man jetzt, der Kochskill einfach, ne? Ist jetzt so entsprechend gestiegen, dass wir 10% mehr Kalorien rausbekommen. Und das ist total super eigentlich. So, das essen wir auch noch. Und ganz ehrlich, das hauen wir auch noch hinterher. Scheiß auf Darmparasiten. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Wasser noch hinterher. Und jetzt müssten wir 14% haben. Jawohl, 14% Risiko ist quasi nichts. Weniger als eine Stunde Tageslicht übrig ist auch in Ordnung. Doch, ich habe es doch noch rausgelegt. Ich habe es doch noch rausgelegt. Sehr schön. So, aber das hilft alles nichts. Ich muss nochmal Feuer machen. Was natürlich mit Altholz echt dämlich ist. Ich guck mal gerade raus, wie hell es noch ist, um mir eventuell hier in der Nähe ein Stöckchen zu ergattern. So. Hell ist es zwar noch. Aber zu viele Geräusche in der Nähe. Okay, wir brauchen Wasser, ne? Wir bräuchten Wasser. Komm, hilft alles nichts. Ich durchsuche hier mal, gucken, ob ich irgendwo ein Buch finde. So aus Versehen. Ja, guck mal. Zur Not auch eine Gipfelbrause. Trockenfleisch lasse ich da. Oh, Limo. Ja, guck mal her. Die nehme ich mit. Zur Not tut's das als Wasserersatz erstmal, ne? Falls wir kein Buch finden sollten. 40% mit dem. Machen wir Brandbeschleuniger hier. Nur Lampenöl, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ein bisschen Wasser hätte ich schon gerne noch. Aber Lampenöl als Brandbeschleuniger ist nun wirklich nicht das Beste. Ah, komm, Schokoriegel. Dann durchsuchen wir halt hier die Schubladen doch mal alle. Ja, Zeitung kannst du behalten. Die brauchen wir nicht. Das ist ein Wetzstein. Super einfaches Werkzeug. Wir finden dann auch echt nur so Dinger, die man gerade total super benutzen kann. Ne? Die wir echt super gebrauchen können. Aber was will man sich beschweren? Oh, Feuerstahl. Brauchen wir aber auch gerade nicht. Super, eine Bügelsäge. Lampenöl. Lasse ich auch hier. Also ich werde hier von außer Nahrung eventuell nichts mitnehmen. Leder. Kannst du alles behalten. Ich würde mich zur Not auch mit Brandbeschleuniger zufrieden geben. Nur mal so zur Info. Also. Es muss jetzt nicht unbedingt super Holz sein. Okay, ich muss die Laterne anmachen. Die sehen nämlich nichts. So, haben wir hier nirgendwo Holz unterm Tisch oder sowas liegen? Da liegt nur ein Beil und eine Brechstange und eine Säge. Leider nicht, ne? Den Fässern nochmal gucken, ne? Leider nicht. Normalerweise findet man noch hier immer irgendwie Brandbeschleuniger. Nur heute nicht. Wenn Anna hier ist, gibt es keinen Brandbeschleuniger, ne? Das ist wieder typisch. Pure Diskrimination. Diskrimination, genau. Klaus, halt einmal die Klappe. Diskrimination. Wortkuriositäten schaffen mit Klaus. Ich sag nichts mehr. Da liegt noch ein Nähset. Ich habe das gesehen, aber es bleibt liegen. Ja, wir haben nichts, ne? Gut, wir haben nichts. Dann heißt das. Das ist halt so. Aber hier in der Feuertonne ist nichts, ne? Die bitte echt nicht. 40%, das ist halt echt gar nichts, ne? Okay.
Okay, pass auf, wir müssen ein bisschen warten, denn wir haben einfach nicht genug Müdigkeit, um zu schlafen. Deswegen warten wir einfach mal. Okay, eigentlich haben wir nicht viel geschafft in der Folge. Das tut mir ein bisschen leid, aber es war wichtig, was wir gemacht haben. Denn so ein Wolfspelz wird uns spätestens am Wolfsberg wirklich den Hintern retten, wenn wir dort in der Kälte rumlaufen müssen. Denn so viele Unterschlüpfe gibt es da nicht. Unterschlüpfer gibt es da nicht. So, etwa 7 Stunden Tageslicht. Dunkelheit übrig. Also 7 Stunden ausruhen. Und ich denke, dann werden wir hier mal einen Cut machen. Eigentlich fast perfekt, ne? Pass auf, dann machen wir das anders. Wir trinken nochmal eine Limo. Dann werde ich mich nochmal ein Stündchen ausruhen. Also eine Stunde warten. Dann wird nämlich nochmal gespeichert. Perfekt. Und jetzt können wir dann in der nächsten Folge im Prinzip sofort losstarten. So, ich gucke aber jetzt nochmal, wie lange wir denn überlebt haben. So. 21 Tage, 23 Stunden, 30 Minuten. Finde ich, ist echt schon mal nicht schlecht. Aktuelle Herausforderung. Ich wüsste mal gerne, was das für ein Schwierigkeitsgrad ist. Ne? Ich schätze, dass es Reisender ist. Ich schätze, dass das der mittlere Schwierigkeitsgrad ist, auf dem man hier spielt, diese Herausforderung. So rein von der Lootmenge, wobei es wirklich schwierig ist, das abzuschätzen, denn wir haben ja sowieso begrenzten Loot irgendwie, ne? Zumindest ist so der Eindruck. 5 überlebte Schneestürme. Nicht schlecht. Okay, in diesem Sinne. Wir machen hier einen Cut. Ich mache hier mal auf Pause. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge mit Anna bei The Long Dark in der Herausforderung gejagt wieder. Und in der Zwischenzeit, wenn euch das gefallen hat, kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nach oben nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.